So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahmens ist der Digga, eine neue Folge Unboxing, ne, Adi und der Adventskalender, der Bier-Adventskalender von Kalea, den habe ich wieder hier unten, aber erstmal haben wir den Adi-Kalender von Zoroyal. Oh mein Gott! Gestern hat er das Tütchen gegessen, die gefriergetrocknete Hähnchenbrust aus dem anderen Kalender. Dann habe ich ein richtiges Essen gegeben und 5 Minuten später ging's. Da lag der ganze Haufen in der Küche. Du hast links gesehen, diese trockenen Kissen, die total schmierig waren, rausgekotzt daneben, helle Fleischbrocken von dem Hähnchen und daneben diese ganzen Stückchen aus der Tüte. Also der hat alles drei nacheinander gegessen und alles miteinander wieder rausgekotzt. Das war richtig genial. Deswegen kann das heute kaum erwarten, Türchen Nummer 3 zu öffnen. Das haben wir nämlich hier. Das ziehen wir mal hier auch ab. Haben eine Tüte. Adi, guck mal. Eine Tüte. Und die raschelt auch so schön. Deswegen stellen wir die jetzt mal hier hin. Das sind natürlich wieder Kissen. Den drück mal rein, den Stöpsel, nicht dass das alles in den Abfluss geht. So, dann ist er schon ganz gierig. Dann probier mal hier, aber nicht so schlingen. Einfach nur mal die Nase reinstecken, mal probieren. Das ist doch schön. Das sieht man ganz genau, das ist jetzt hier das trockene Zeug. Und daran fliegt es wieder rum und liegt wieder in der Küche, ausgekotzt. Liegt jetzt daran, weil er immer so schlingt, oder liegt es daran, weil es nicht schmeckt? Vielleicht ist die Hähnchenbrust schuld. Die Hähnchenbrust hat ihm gestern den Rest gegeben. Das war einfach zu viel. Hier Türchen Nummer 3 ist oben in der Ecke. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist heute wieder was zu spielen drin oder auch was zu essen? Wir machen es mal auf. Und es ist wohl was zu spielen, so wie es hier aussieht. Hier in dieser Ecke ist ein kleines grünes Etwas. Ich weiß nicht, was es ist. Ich nehme das jetzt auch mal raus. Wir gucken uns das jetzt mal an. Adi, Schatz. Guckt euch das an, wie das ausschaut. Es hat auf jeden Fall ein Gesicht. Adi, es hat ein Gesicht, guck mal. Wir tun es mal raus. Das ist ein Katzen-Mint, ein Mintkissen. Ja, ich riech schon. Da ist auf jeden Fall Pokémon. Da ist auf jeden Fall was drin. Guck mal, Adi. Ich glaube, der Adi ist sehr begeistert. Seht ihr das? Wenn er da schnüffelt, wie der guckt, da ist bestimmt jetzt, der reibt sich doch da dran, oder? Adi, du reibst dich doch da dran. Da wollen wir es mal hier reinlegen, gucken, was passiert. Er spielt damit, er zerrt es auf jeden Fall rum. Jetzt hat er es da drin, hin und her und zick und zack. Ich glaube, wir lassen den Adi damit mal alleine. Ich glaube, da ist... Ah, da reibt seinen Kopf. Ich glaube wirklich, da ist Katzenminze drin. Deswegen schmeißt er es rum, wird total verrückt. Das ist richtig genial. Im Waschbecken, guck dir das an. Im Waschbecken. Oh, jetzt ja. Ja, Alter, da ganz wild. Jetzt soll ich noch einmal in Ruhe lassen, wie er hier an seinem Ding rumreibt. So. Adi, der Reiber, guckst dir an, der Reiber in Aktion. Ich stelle euch jetzt wieder hier hin, denn ich will ja auch was haben, ne? Denn wir haben jetzt den Bier-Adventskalender von Kalea mit Türchen Nummer 3. Guckt euch den nochmal an, 24 Bieresorten. Ich muss nur gucken, die 3 ist hier drüben. Das reiße ich jetzt auf, das nehme ich jetzt raus, stelle ich hinter mich. Bin mal gespannt. Heute gibt es ein Unnertel. Feinteilig, lebendig, naturbelassen, in der Flasche gereift. Unnertel. Bio, weiße, mit Dinkel. Mit Liebe und Herz gebraut. Unverkennbar, unvergleichlich. Unnertel, Naturland, ein Bio-Weißbier mit Dinkel, Vollbier, 5,2%,
Bio-Weizenmalz, Bio-Gerstenmalz, Bio-Dinkelmalz, Bio-Hopfenhefe. Also, ja. Das ist bestimmt ein wildes Experiment, aber erstmal müssen wir eh das Etikett bewerten. Das hat so ein dunkles Grün. Das Grün gefällt mir gar nicht. Das hat hier so eine verkackte Schrift. Total übertrieben groß. Hingeklatscht. Gefällt mir gar nicht. Hat hier noch irgendein Logo drauf, irgendein Wappen. Gefällt mir gar nicht. Ich würde für das Etikett jetzt 1 von 5 Punkten geben, weil gefällt mir gar nicht. Probieren wir aber mal, wie ist denn die Farbe? Die Farbe kann ja vielleicht was. Ich weiß nicht, wie Dinkel aussieht. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt auf das Bier auswirkt. Wir machen es mal auf. Ich, was ist denn jetzt dein Kissen hin? Hast du das ganze Ding runtergerupft? Ja. Ach, da ist das Kissen. Ich leg's wieder oben rein. Wieder hier? Da ist es doch. Da ist das Kissen. Jetzt ist es da drin. Hui! Genau, jetzt. Beim dritten Versuch hat es geklappt. Ist schon wieder raus. So, wir füllen mal das Bier ein. Dieses komische Dinkelbier. Das auf jeden Fall eine sehr starke, dunkle, aber brachiale Farbe hat. Ich glaube, das punktet hier mit der Farbe, aber mit sonst nichts. Obwohl, vielleicht schmeckt ja der Geschmack. Das werden wir gleich rausfinden. So, stellen Sie hier rüber. Jetzt guckt euch diese Farbe an von diesem Bier. Das ist ein klein wenig trüb. Du kannst nicht so klar durchschauen wie bei den anderen. Eine kleine Trübung, wenn das noch klar wäre, wäre das richtig genial. Farbe, ja, so bernsteinfarbenmäßig ein bisschen. Eine 5 ist es auf jeden Fall nicht, dafür ist es mir zu trüb. Eine 4. Es sieht halt richtig verwaschen aus irgendwie ein bisschen. Ich mag es eigentlich, wenn es dunkel ist. Es perlt ein bisschen. Ich würde wahrscheinlich eine 3 geben, weil es hat schon was. Es ist nicht, wenn es jetzt so richtig trüb wäre und gleichzeitig noch hell, dann wäre es richtig schmierig, dann würde es wahrscheinlich 1 oder 2 kriegen. Wir bleiben also bei 3. 3 Punkte, wir riechen mal dran. Der erste Eindruck, sehr säuerlich. Ein recht unangenehmer Geruch. Wir bewerten ja immer Etikett, Farbe. Geruch und dann Geschmack. Das gibt das Heft so vor, ja. Geruch würde ich auch. Bleiben wir mal in der Mitte. Bleiben wir trotzdem mal bei 3. Also, es riecht nicht nach Spülmittel. Es riecht aber irgendwie ein bisschen säuerlich. Ich habe eh einen komischen Geschmack. Riecht wie Pfefferonenbrühe. Die mag ich ja. Dafür gibt es 3 Punkte. Kommen wir noch zum Geschmack. Was sagt man da? Das schmeckt gar nicht so, als hätte es Alkohol. Das schmeckt irgendwie wie... Ich finde, das hat irgendwie eine wässrige Note im Abgang. Also es ist nicht bitter, nicht herb, nicht sauer, nicht schwer. Es ist irgendwie wässrig, aber vorne drin trotzdem irgendwie ein bisschen sauer erst. Erinnert mich an Brottrunk. Kennt ihr Brottrunk von Kanne? Irgendwie hat das so eine Note. Nur dass Brottrunk viel, viel schlimmer ist, weil das die ganze Zeit diesen gleichen säureartigen Geschmack hat. Da hast du am Anfang einen komischen Geschmack, der relativ schnell nachlässt und es dann trotzdem angenehm zu trinken ist. Dieser komische Geschmack, weil du den nicht deuten kannst, dazu führt, dass du immer wieder dran nippst, es dir nochmal durch den Kopf gehen lässt und denkst, Moment, was war, jetzt muss ich es aber nochmal probieren und nochmal und dann ist das schon leer. Und dann machst du dir das zweite auf, ganz automatisch. Ich glaube, geschmacklich ist das eigentlich voll korrekt. Ich weiß nicht. Das war das, was ich bis jetzt am besten trinken kann. Ich würde hier bei Geschmack 4 von 5 Punkten sogar geben, was mich total überrascht, weil es ja so hässlich aussah. Also trinkt mehr Bio-Weiße. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ah, die Schatz. Und ich string das jetzt noch leer, so. Du kannst bei keinem irgendwie richtig rülpsen oder sonst was. Da ist immer voll der Druck auf dem Magen, aber du merkst schon, da kommt nur Schaum wieder hoch. Das ist total widerlich. Den Rülpsfaktor müsste man auch bewerten. Da sind bisher alle durchgefallen. Nee. Du willst raus, du merkst Schaum und dann hast du Angst und dann lässt es sein. Peace out, Vorhaut, bis morgen, euer Ramses.